Hallo zusammen an den heimischen Computern, Laptops und Tablets. Heute erzähle ich ein klein wenig über die Traditionsindustrie der Stadt Pforzheim, die der Stadt den Beinamen Goldstadt gegeben hat. Mein Name ist Chris Gerbing. Wir sind die nächsten paar Minuten zusammen in Pforzheim unterwegs. Wir stehen hier vor dem Modell des Waisenhauses im Technischen Museum. Das hier, dieser gesamte Komplex, ist das Waisenhaus und wir stehen deswegen hier und nicht vor Ort, sprich wenige Meter von hier entfernt, weil das Waisenhaus, wie so vieles andere auch, am 23. Februar 1945 in Schutt und Asche aufgegangen ist während dem Bombenangriff. Das Waisenhaus ist aber insofern ganz wichtig, weil es die Keimzelle der Pforzheimer Uhren- und Schmuckindustrie darstellt. Hier an diesem Ort hat Markgraf Karl Friedrich 1767 zwei Unternehmern aus der Schweiz und aus Frankreich die Möglichkeit gegeben, per Privileg eine Stahlfabrik aufzubauen, an die sich dann aber auch die, oder eine Uhrenfabrik, an die sich dann eine feine Stahlfabrik und damit die Schmuckindustrie etablieren konnte. Die Besonderheiten der Pforzheimer Uhren- und Schmuckindustrie lassen sich im Technischen Museum ganz hervorragend besichtigen, denn was die Schmuckindustrie ausmacht, ist eine hohe Arbeitsteiligkeit in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Maschinen und die lassen sich hier im Technischen Museum tatsächlich während der Vorführungszeiten auch im Betrieb sehen. Wir befinden uns hier an einem Ort mit Geschichte, jenseits der Zerstörungsgrenze, die der Bombenangriff vom 23. Februar 1945 geschlagen hat. Das Gebäude hinter mir, das Colmar & Jordan Gebäude, in dem sich heute das Technische Museum befindet, ist früher um 1900 die weltgrößte Uhrenkettenmanufaktur gewesen. Und von diesem Selbstverständnis zeugt bis heute vor allen Dingen natürlich der Bereich über dem Eingang, diese Superporte, diese figürlich ausgeschmückte Eingangsfront, das zeigt verschlungene Ketten, das Hauptprodukt, mit dem Colmar & Jordan damals weltweit sein Geld gemacht hat. Das Gebäude selbst ist in einer Art von italienischer Renaissance erbaut. Davon zeugt bis heute vor allen Dingen der voluminöse Sockel, aber auch die weißgrün eingerandeten Fenster. Und früher gab es zusätzlich über dem Eingangsbereich noch eine architektonische Betonung durch eine geschwungene Haube. Und im Bereich der heutigen Hans-Meid-Straße im unteren Bereich einen gotischen Schmuckgiebel. Neogotisch natürlich. Das Gebäude wurde erst ab 1901 begonnen zu bauen in mehreren Bauetappen. Aber es ist natürlich eine Referenz an die norddeutsche Hanse und die Hanse-Kaufleute hatten weltweit ebenso Erfolg wie eben um 1900 Colmar & Jordan. In der Fabrik, die Emil Colmar und Wilhelm Jordan 1890 gründeten, arbeiteten um 1900 etwa 2000 Menschen. Dieser sukzessive Aufbau von wenigen hundert auf diese 2000 hat sich in verschiedenen Bauabschnitten hier an der Bleichstraße niedergeschlagen. Und erst 1922 wurde dieser Anbau hier in etwas anderer Formensprache dann realisiert. Besonders interessant sind an diesem Gebäude, das verbunden ist durch eine Brücke im ersten Obergeschoss mit dem Altbau, die 5 Tonnen, die im Bereich des ersten Obergeschosses, die 5 Kontinente symbolisieren. In die hat nämlich Colmar & Jordan seine Uhrenketten, aber auch den Schmuck aus Doublé-Blech verschickt.
Die gesamte Häuserzeile auf der gegenüberliegenden Straßenseite statt auswärts markiert oder zeigt eine Art und Weise der Bebauung, wie sie vor der Größe eines Fabrikgebäudes im Stile von Kolmar und Jordan üblich gewesen ist. Wir reden von einem Fabrikwohnhaus oder Fabrikwohnhäusern, wo im Vorderhaus normalerweise die Unternehmerfamilie gewohnt hat und unten im Erdgeschoss, im hinteren Bereich des Grundstücks, haben sich dann die Produktionsstätten befunden. Häufig waren es Doppelhäuser, die dann bei Bedarf auch als Erweiterungsoption mit herangezogen werden konnten, in der Anfangszeit aber im Regelfall vermietet gewesen sind. Und das Gebäude direkt hinter mir, die Hausnummer 88, ist insofern ein ganz wichtiges Gebäude für die Stadt Pforzheim, weil sich dort bis 1988 die Produktionsstätte von Viktor Meyer befunden hat, ein Unternehmer, der extrem eng mit der Technik, wie sie Fabergé in Russland zu großer Blüte geführt hat, gearbeitet hat und sie zu einer neuerlichen Blütezeit in der Mitte des 20. Jahrhunderts geführt hat. Wie man unschwer an der Formensprache der Architektur hinter mir erkennen kann, stehen wir jetzt innerhalb der Zerstörungsgrenzen der Stadt Pforzheim. Das Areal, das hier neben mir bebaut wurde, hat ursprünglich Rodi und Wienenberger gehört. Eugen Rodi und Wilhelm Wienenberger gründeten das Unternehmen 1895 und ab 1890 etwa wurde hier gebaut. Sukzessive Erweiterungen sorgten auch hier dafür, dass man immer wieder auf das Mehr an Arbeitskräften reagieren konnte. Ungefähr 1000 Arbeiter hatte das Unternehmen in Hochzeiten und man hat überwiegend Dublé-Schmuck produziert. Das Gelände, das Areal, wurde 1944 von einem Bombentreffer bereits getroffen und danach hat man am Tag danach direkt wieder angefangen mit dem Wiederaufbau. Das Unternehmen selbst ist seit wenigen Jahren erst in der Insolvenz und mittlerweile zeugt nur noch der Name Rowi-Quartier von der einstigen Schmuckproduktion hier an dem Areal. Während der rot gebänderte Gebäudeteil ganz eindeutig die Formensprache der 50er Jahre spricht, mit dem Flugdach, mit den umlaufenden Fensterbändern, die wir gerade gesehen haben, ist der Gebäudeteil hinter mir noch deutlich in den 30er Jahren befangen. Mit der klaren geschossweisen Gliederung, den umlaufenden Fenstergesimsen, aber auch hier eben sehr große Fenster, die darauf hinweisen, dass sich hinter der Fassade große Arbeitssäle befunden haben. Im Untergeschoss des Schmuckmuseums gibt es einen Raum, der rein architektonisch betrachtet eine kleine Zeitkapsel ist, denn dieser Raum ist tatsächlich noch im Original so erhalten, wie ihn Manfred Lehmbruck damals 1961 eingerichtet hat. Und weil die Uhren- und Schmuckindustrie 1767 mit einem Privileg des Markgrafen für die Uhrenindustrie beginnt, liegt hier auch in der allerersten Vitrine, mit der normalerweise der Rundgang beginnt, zu Anfang liegen Uhren drin, die zweifelsfrei mit Pforzheim in Verbindung gebracht werden können. Außerdem sehen wir in dieser Vitrine noch Uhrenketten, wie sie beispielsweise bei Kolmar und Jordan gefertigt worden sind. Und wir haben da den Werkstoff, der Pforzheim tatsächlich unglaublich viel Reichtum und Wohlstand beschert hat, nämlich das Dublé-Gold. Dublé ist, so würden wir es heute bezeichnen, ein klassisches Bimetall. Denn auf ein nicht edles Trägermetall wird mit einem sehr hohen Anpressdruck eine dünne Schicht Gold mit einem hohen Anpressdruck aufgepresst.
Normalerweise verbindet man mit Fabergé St. Petersburg. Allerdings darf man getrost auch Pforzheim mit hinzufügen, denn bereits seit 1896 hat Viktor Mayer immer wieder in der Anfangszeit sehr häufig und dann nach 1945 erst wieder in den 70er, 80er Jahren mit Fabergé zusammengearbeitet bzw. im Stile Fabergés produziert. Zustande gekommen ist dieser Kontakt zwischen Fabergé und Viktor Mayer über einen Mittelsmann in Idar-Oberstein. Denn Karl Fabergé konnte 1896 zur Krönung von Zar Nikolaus II. Gar nicht so viele Eier, kleine Eier als Giveaway produzieren, wie nötig gewesen sind. Und in diesem Zuge kam Viktor Mayer zum Zug. Das Ganze hat sich dann nochmal fortgesetzt, auch 1913 zum Jubiläum 300 Jahre Romanow hat Viktor Mayer nochmal diese kleinen Eier produziert und dazwischen immer wieder die größeren Schmuckeier, die er dann auch in den 80er Jahren im Stile Fabergé als Werkmeister Fabergé produziert hat. Diese Art des Schmuckeis ist letzten Endes das, was man im Regelfall mit Fabergé in Verbindung bringt. Viktor Mayer hat dadurch, dass er sich mit dem Thema Emaille und mit dem Thema Guilloche sehr intensiv bereits seit seiner Lehre auseinandergesetzt hat, hier eine große Expertise eingebracht, die dann in den 1980er Jahren bei Eiern wie diesen auch zum Tragen gekommen sind. Und an einer Stelle habe ich auch gelesen, dass dieses Ei tatsächlich ein klein wenig vergleichbar ist mit einem Medaillon, wo ja eben auch ein Geheimnis sich dahinter verbirgt. An diesem Schmuckdiamanten ist der Mechanismus, mit dem die obere Eihälfte aufgeklappt werden kann. Und was wir links daneben sehen, dieser Ei-Anhänger über und über mit Diamanten versehen, das ist das Schmuckstück, das in diesem Ei sich befindet.